Willkommen zurück auf meinem Kanal. McLaren baut Smartphones mit OnePlus. Erst die Kooperation mit dem Flipflop-Sponsor Gandis, dann die Kooperation mit Coca-Cola und jetzt das. Zusammen mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller OnePlus haben die Briten das OnePlus 6T in der McLaren-Edition hergestellt. Es gibt das Smartphone nur 50.000 Mal. Auffällig ist das Handy mit der orangenen Papaya-Umrandung und der Glasrückseite sowie der McLaren-Schriftzug weiter unten. Besondere Features sind unter anderem Warp Charge 30. Diese Technologie soll in nur 20 Minuten bei einer Leistung von 30 Watt für ausreichend Strom sorgen. Interessant ist auch, dass das Carbon in dem Handy dasselbe ist wie das seit 1981, womit alle Formel 1 Boliden gebaut werden. Weitere Daten des Telefons könnt ihr hier sehen. Verfügbar ist das Handy ab morgen für 699 Euro vorerst nur in Westeuropa und Nordamerika, später auch in Indien, China und Skandinavien. Wer also noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann ja das hier nehmen. Es sei eine Hommage an den Gründer Bruce McLaren, der immer nach maximaler Performance strebte. Diese Kooperation ist übrigens kein Einzelfall, das gab es bereits bei Lamborghini. Da baute Oppo, die Schwestermarke von OnePlus, das Find X. So, liebe Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr noch mehr Formel 1 Videos sehen wollt, dürft ihr diesen Kanal auch gerne abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.